Ihr habt jetzt in dieses Video geklickt, das tut mir leid, denn hier gibt es nur Tod, Vernichtung und Zerstörung für euch. Als erstes zerstöre ich wunderbare bronzene Rüstung, dann zerstöre ich mit euch zusammen Bases mit coolen Kram, das aber für Zerstörung gilt. Und ganz ehrlich, Westeros ist eher im Arsch. Ich bin Dennis und das ist Deist. Diese Folge von Deist wird unterstützt und präsentiert von Taschengelddieb.de. Moine, ihr hippen Dudes und Dudarinas. Herzlich willkommen bei Deist, der Sendung über Tabletop- und Miniaturenspiele hier auf YouTube. Es freut mich, dass ihr wieder reingeklickt habt und nicht erschrocken gewesen seid vom sogenannten Cold Open am Anfang. Aber es stimmt, heute geht es tatsächlich ganz viel um Zerstörung und ähnlichem Stuff. Ich möchte eure Geduld nicht auf die Folter spannen, deswegen fangen wir direkt an. Solltet ihr in dieses Video geklickt haben, warum auch immer, man klickt ja eigentlich nur in Dinge rein, die man kennt, aber ihr habt keine Ahnung, was Tabletop ist, warum auch immer ihr reingeklickt habt, guckt mal in der Videobeschreibung. Da gibt es ein paar Videolinks zu, was ist eigentlich Tabletop. Da werdet ihr geholfen. Und falls ihr keine Lust habt, da irgendwie rumzuschwänzeln, hier oben wird sonst eingeblendet, guckt euch das Video gerne an, damit ihr wieder zurückkommen könnt, um auch dieses Video zu schauen und richtig wisst, worum es geht. Worum geht es eigentlich in den News? Um News. Die News werden euch präsentiert von brückenkopfonline.com. Freunde von Conquest, Last Argument of Kings und Conquest First Blood wird es freuen, dass ab dem 3. März die 6. Fraktion für das Spiel zumindest in der Vorbestellung erscheint. Mit dem Old Dominion kommen nun endlich Untote in die Welt von Parabellums Tabletop. Diese wirken mit ihrem römisch-byzantinischen Look und bizarren Artworks gewohnt anders als die klassischen Interpretationen. Northumbrian Tin Soldier haben ein neues Figurenset veröffentlicht, das abgefahren, aber auch irgendwie niedlich ist. The Trouble with Treasures ist ein elfteiliges Set, das aus diversen Mimics sowie schatzjagenden Goblins und einem, ja was ist das, Mimic-Geldhaufen-Monster besteht? Ich finde das ziemlich charmant. Der Preis von knapp 49 britischem Pfund ist dagegen zwar nicht genauso charmant, aber durchaus nachvollziehbar, wobei ein Einzelkauf wohl für den ein oder anderen interessanter wäre. Ihr habt nicht genügend Fantasy-Skirmisher? Gut, dann könnte Coven was für euch sein. Foodzor Miniatures & Games planen gerade einen Kickstarter zu ihrem Dark Fantasy Skirmish Tabletop. Auch wenn die Artworks und Miniaturen nicht ganz so polished wirken wie bei anderen Herstellern, so vermitteln zumindest doch die Artworks ein schön düsteres, fast 80er Jahre Fantasy-Horror-Flair. Wann der Kickstarter genau startet, ist nicht bekannt, aber ich bleib da mal ganz Ohr. So, Kragnos, es wird Zeit, dich zu Ende zu bemalen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber zumindest ist das jetzt die letzte oder die vorletzte Folge. Kragnos soll bemalt werden und zwar ist die Rüstung diesmal dran. Und wenn die Rüstung da dran ist, dann ist er ja auch fast schon fertig, würde ich sagen. Das folgende Video wird euch präsentiert von pkpro.de. Weiter geht es mit der Bemalung des Kragnos, liebe Malfreunde. Eigentlich hatte ich vor, das Modell heute bis auf die Base fertig zu malen. Allerdings kamen zwei Dinge dazwischen. Erstens eine Bestellung, dessen Inhalt ich für einige Sachen der Figur benötige und die nicht rechtzeitig angekommen ist. Und es gab ein Problem mit meiner Kamera, sodass einige Aufnahmen kaputt waren und ich, bevor ich noch mehr Fortschritt aufnehme und dieser für immer verloren ist, ich irgendwann einen Break machen musste. Verzeiht also bitte die Kürze des Videos. Aber was bemale ich denn heute überhaupt? Ich möchte mich an das Metall ranmachen. Kragnos hat ja sehr viele Metallelemente. Und ich mag die Idee aus der Probobemalung ganz gern eigentlich, dass das Metall aus angelaufener Bronze besteht. Zum einen, weil das Türkis wunderbar aus den restlichen Farben hervorsticht und zweitens, weil ich es liebe, diese Art von chaotischer Verwitterung zu malen. Ich hatte mir im Vorwege sowohl in der Realität als auch auf Fotos angeschaut, wie solch angelaufene Bronze aussieht, gerade wenn sie benutzt und berührt wird, und genau das versuche ich irgendwie nachzubilden. Dadurch mag das Endergebnis vom Figurenbild etwas chaotischer wirken, aber wie gesagt, ich mag halt diesen realistischen, chaotischen Look. Dafür brauche ich effektiv nur drei Farben. Die, die ich benutzt habe, sind Heavy Metal von Scalecolor, Warblock Bronze von Citadel und Verdigris Blue von Modelmates bzw. Dirty Down, wie sie jetzt heißen. Als erstes habe ich alle Metallelemente mit dem Warblock Bronze bemalt. Das ist ein wenig Fleißarbeit, denn es gibt viele Metallelemente. Damit ihr aber nicht stundenlang malt, demotiviert werdet und nie ein Ergebnis bekommt, empfehle ich gerade Einsteigern immer wieder bei großen Flächen auch einen größeren Pinsel zu nehmen. Ihr erspart euch damit wirklich Zeit. Einen feineren Pinsel könnt ihr dann ja nehmen, um die Ränder und die Übergänge zu anderen Elementen anzumalen, damit man halt die fertig bemalten Flächen nicht schon überpinselt, das wäre nämlich sehr ärgerlich. Und da benötigt es ein kleines bisschen Konzentration. Aber für die großen
Flächen, gerade in der Mitte, ey, großer Pinsel und dann seid ihr schnell durch. Ist alles getrocknet, kommen wir zum schnellsten, einfachsten und Hauptteil der Arbeit. Das Verdigris Blue von Modelmates. Und wenn ich ehrlich bin, das macht unsere Arbeit ganz von selbst. Dieses trage ich großflächig und vor allem großzügig auf alle Metallflächen auf. Diese dunkelgrüne Farbe trocknet aus und bekommt eine türkise Färbung. Je nachdem, wie viel Flüssigkeit sich an einer Stelle sammelt, desto heller und weißer wird die Farbe. Und dabei mattiert sie den Untergrund auch noch enorm ein. Genau dieses ungleiche Austrocknen, das viele Flecken kreiert und von Türkis bis ins Weiß reingeht, macht den Effekt so realistisch. Wenn ihr ein ruhigeres und dafür auch etwas artifizielleres Grünspanbild haben möchtet, dann könnt ihr die Farbe entweder gezielt in die Vertiefung malen oder aber ihr benutzt die Technical-Farbe Nihilac Oxide von Citadel. Das funktioniert auch relativ gut, hat aber nicht diesen fleckigen Look, der bis ins Weiße hingeht. Ich persönlich mag aber diesen ultra-realistischen Look hier. Für meinen nächsten Schritt muss ich leider bildlich etwas tricksen, denn diese gehören zu den Aufnahmen, die kaputt sind. Aber zum Glück kann ich die ein klein wenig nachzeigen. Ihr seht also hier jetzt das finale Ergebnis. Dahin bin ich gekommen, indem ich erst einmal die Grünspanfarbe habe austrocknen lassen und dann habe ich das ursprüngliche Bronze genommen und damit alle Metallteile ordentlich trocken gebürstet. Solltet ihr neu im Hobby sein und wisst nicht, was das Trockenbürsten ist, und wie das funktioniert, dann empfehle ich euch mein Tutorial zu diesem Thema. Da wird euch das nämlich im Detail zum Nachmalen einmal gezeigt. Mit diesem Schritt simulieren wir den Abrieb, denn die hervorstehenden Elemente berühren häufiger andere Dinge und dadurch hat der Grünspan es schwerer, sich dort festzusetzen und wird halt häufiger abgerieben. Ihr kennt bestimmt alte Statuen, die ein Glück bringen, wenn man sie an der einen oder anderen bestimmten Stelle berührt oder reibt. Ach Gott, diese Stellen sind dann meist die einzigen Stellen ohne Grünspan, die schön dunkel glänzen. Und genau das haben wir hier jetzt gemacht. Um aber noch etwas Glanz hineinzubringen, bürste ich noch einmal mit Heavy Metal von Scale. Allerdings nicht alles, sondern hauptsächlich nur Stellen, die von der Figur aus nach oben Richtung Sonne zeigen, sodass wir einen kleinen, aber subtilen Hell-Dunkel-Verlauf haben und das Metall noch einen schönen Glanz erhält. Daher bürste ich auch nicht wild durcheinander, sondern versuche von oben nach unten zu bürsten, damit sich die Farbe hauptsächlich an der Oberseite der Details der Elemente verfängt. Ja, und dann sind wir frühzeitig fertig für diesen Part. Es freut mich, dass das angelaufene Bronze sich von allen Hautfarben wirklich gut absetzt. Beim Weiß ist das Metall schön dunkel und bei den dunklen Hauttönen spielt das Türkis eine stärkere Rolle. Ja, auf die Entfernung wird es tatsächlich unruhiger, aber beim genauen Hinsehen erkennen wir, dass wir keine Details zerstört haben. Doch, je mehr ich drauf gucke, desto mehr gefällt mir das. Und beim nächsten Kragnos-Video wird er endlich fertig. Wenn euch das Video geholfen, erleuchtet oder einfach nur unterhalten hat, dann würde mich ein Kommentar, ein Abo oder sonstiger Support von euch sehr, sehr freuen. Danke! Warhammer 40k und Bolt Action Spieler, aufgepasst! Im jetzigen Kurzreview gibt es keine Figur, sondern Basing Sets von Juwela, mit der ihr die Bases eurer Miniaturen richtig schön zerstören könnt. Das folgende Video wird euch präsentiert von miniaturbemalung.de. Zeit für Vanilleduft, meine Freunde. Zeit zum Basteln. Auch wenn das etwas komisch klingen mag, aber wenn ich Produkte von Juwela vor mir habe, freue ich mich immer schon aufs Öffnen der Tüten, denn diese kleinen Keramikteilchen riechen immer sehr nach Vanille. Warum eigentlich? Von Juwela habe ich zwei Boxen zum Anschauen zugeschickt bekommen, die dezidiert für den 28mm Maßstab ausgelegt sind. Wer Juwela kennt, weiß, dass dies ein kleines Novum ist, denn der Hersteller aus Nordrhein-Westfalen ist seit Jahren schon ein bekannter Name im Modellbaugeschäft. Wenn ihr Dice verfolgt habt, werdet ihr wissen, dass Juwela aber nach und nach mehr in die Tabletop-Szene eingestiegen ist und einige ihrer Produkte auch für die Spielzeug-Soldatengröße und auch die Bezeichnung angelegt hat. So auch ihre beiden Juwelinis-Boxen, von denen ich die Sortimentsbox für Bases und die Sortimentsbox für Deko passend zu Zweiten Weltkriegsszenarien hier liegen habe. Wobei man fairerweise sagen muss, dass man das eine nicht nur für das eine, sondern auch für das andere nutzen kann. Zum Teil sind die Inhalte identisch, was aber natürlich auch an der Sache an sich liegt. Was beide Boxen gemein haben, ist, dass das Material nicht einfach nur in Tütchen, sondern in kleinen Setzkästen kommt. Was ich persönlich für sehr praktisch empfinde, da man dadurch einen sehr guten Wiedernutzungswert der Boxen hat. Leider sind die Tütchen, in denen die einzelnen Sachen sind, nicht wieder verschließbar. Auf der Rückseite des Deckblattes sehen wir passend zu den angeordneten Inhalten nochmal die Auflistung, um was es sich dabei handelt. Allerdings sind die Boxen, naja, ich sag mal, gut kindergesichert. Ich, also, puh, bis ich erstmal den Trick raus hatte, wie man die Boxen öffnet,
Boah, ist mir das peinlich. Aber man muss den kompletten Deckel nach hinten schieben, damit er sich öffnen lässt, und einfach drücken hilft nicht. Kleiner Pro-Tipp hier. Okay, was ist aber drin? In jeder Box sind 10 Fächer mit unterschiedlichen Inhalten. In der zweiten Weltkriegsbox haben wir von Ziegelstein über Metallschrott und Trümmern bis hin zu Fässern, Kisten und Ziegel mit Betonresten dran vieles dabei. Gerade Farbigkeit ist eine Besonderheit, denn die Ziegel oder die Ziegeltrümmer sind schon vorbemalt und können theoretisch einfach so verwendet werden. Der Metallschrott ist tatsächlich auch mit echtem Rost überzogen. Natürlich ist die Farbigkeit ein klein wenig flach. Der geneigte Tabletopper wird sich die Sachen wohl noch selbst bemalen, damit sie zum Stil der Figuren und restlichen Spieltisches passen. Aber malfaule Leute haben hier schon schönen Schutt, der so für sich eigentlich schon funktionieren kann. Gerade für Gelände. Ausnahmen sind da in meinen Augen aber die Rohstoffballen. Da würde ich auf jeden Fall Farbe empfehlen. Ich habe in Folge 134 von Dice ein Warhammer 40k Geländestück mit eben solchem Schutt von Juweler gebastelt. Oder in Folge 137 ein Endzeit-Geländestück. Schaut euch gerne diese Tutorials nochmal an, wenn ihr solche Elemente im Einsatz sehen möchtet. Die Reifen, die in beiden Sets dabei sind, sind vielleicht etwas speziell, aber den Rest kann man auch gut für Fantasy verbauen. Wie ich beim Verschönern einer Warcry-Ruine in Folge 145 gezeigt habe. Gerade die Kisten und Fässer kann man wunderbar als Gedöns auch für Nicht-Modern Warfare oder Science Fiction einsetzen. Ziemlich vielseitig eigentlich. Das Basing Set ist allerdings noch vielseitiger. Zwar hat es auch Reifen und auch noch Säulenteile, die beide für die Bases normaler Figuren dann doch etwas zu groß sind, aber neben Ziegeln und Sandsäcken sind auch Bodenplatten dabei. Gerade die hexagonalen Teile mag ich, denn wir wissen ja, Hexagone gleich Sci-Fi. Die Bodenplatten sind relativ dünn. Der Vorteil der Keramikteile ist allerdings, dass man sie leicht kaputt machen kann und diese halt wie Keramik oder steinähnliche Substanzen kaputt gehen und man somit noch mehr Designmöglichkeiten der Bases hat. Wenn man dann noch das alles mit etwas Sand vermischt, dann kann man schön vielseitige Bases basteln, die entweder eine chaotische und damit fast realistische Zerstörung liefern, oder aber man bastelt sich einen schönen Bodenbelag. Wobei, nee, das will doch eh niemand, oder? An meinen Space Marines hier sieht man eigentlich ganz gut, was einzelne Platten und Ziegel aus den Juweler Sets mit etwas Sand mit der Base machen können. Ich hatte einige von diesen und ähnlichen Produkten von Juweler schon in einigen Videos präsentiert und im Endeffekt zeigen die Juwelini-Boxen einen kleinen Ausschnitt aus dem Sortiment. Was ich allerdings jedes Mal unterschätze, ist, wie ergiebig tatsächlich so ein kleines Säckchen mit zum Beispiel Ziegeln ist, weil ich gehe immer sehr sparsam damit um, weil irgendwann könnten die alle sein. Irgendwie, ich weiß auch nicht, warum ich das mache. Und da kann man tatsächlich schon mehr mitmachen, als man glaubt. Gerade für den Preis von ca. 15 Euro laut Hersteller hat so ein kleines Set in meinen Augen eine gute Preis-Leistung. Einige Teile sind vielleicht zu sperrig für eine normale Infanteriefigur, aber eventuell genau das Richtige dann für Großmodelle oder halt Gelände. Was haltet ihr von den Juwelini-Boxen? Habt ihr damit schon gearbeitet oder seid ihr als Tabletopper dann noch ein klein bisschen skeptisch, was das Material angeht? Ich meine, verdenken könnte ich es euch nicht, war ich am Anfang auch. Meine Bitte an euch, schreibt eure Meinung in die Kommentare, und meine Bitte an Juweler, bitte ab jetzt immer mit Tabletop-Größenangaben arbeiten. Puh, kein Gregor zu sehen. Dennoch der Kickstarter der Woche vom Gregor. Danke, Gregor. Das folgende Video wird euch präsentiert von DungeonWars.de. Hin und wieder darf Dennis ja auch mal Wünsche äußern, was den Kickstarter der Woche angeht. Gregor lächelt dann gnädig von seinem Thron aus materialintensiven Kickstarter-Lieferungen, ignoriert den moderationsunbegabten Pöbel und macht, was er will. Aber hin und wieder hat Dennis dann doch mal was Gutes gefunden. Heute ist so ein Tag, denn mit Doom Chaos Miniatures to Print and Play läuft gerade ein Kickstarter für 3D-Druckdateien, der Gregor durchaus zusagt, was wohl daran liegt, dass einige der Miniaturen ihm ziemlich ähnlich sehen. Das Projekt richtet sich gezielt an die Chaos-Spieler der üblichen GW-eigenen Settings, bietet dabei aber interessante Eigendesigns, deren Nähe zum GW-Stil erkennbar ist, dabei aber genügend eigene Ideen einbringt, um keine riskante Nähe zur Copyright-Verletzung mitzubringen. Sowohl Freunde des ungeteilten Chaos kommen auf ihre Kosten, wie auch Anhänger der individuellen Gottheiten und Kulte. Gregor überlegt bereits, ob und wie sich bestimmte Designs in seine Warcry-Banden integrieren lassen. Wie üblich setzen die Dateien natürlich voraus, dass man entweder einen 3D-Drucker zu Hause stehen hat oder man einen der entsprechenden Dienstleister in Anspruch nehmen möchte. Mit 65 Euro kann man einsteigen, das mag auf den ersten Blick viel erscheinen, aber man bekommt dafür auch 57 Designs, Tendenz dank Stretch Goals steigend. Wer
Wer also Interesse an der Vielfalt in der eigenen Chaosarmee hat, die Möglichkeit zum 3D-Druck bekommt und sich nicht davor fürchtet, Dennis wahren Anblick auf dem Spieltisch zu haben, für den ist das Projekt von Nocturna Models auf jeden Fall interessant. Es gibt so ein, zwei Road 2s, die bei DICE immer wieder fortgesetzt werden. Das eine ist Star Wars Legion, das kommt in dieser Staffel tatsächlich noch, aber nicht jetzt. Die andere ist nämlich A Song of Ice and Fire. Und da haben wir einen neuen Spieler, und zwar den Felix. Der führt nämlich das erste Mal seine Targaryen ins Feld. Und gegen wen er antritt? Ob er gewinnt? Und ob er Westeros erobert? Das hängt ja mit den anderen Sachen zusammen, die ich jetzt hier erzählt habe. Das folgende Video wird euch präsentiert von minyards.eu. Moini, ihr hippen Dudes und Duderinas. Herzlich willkommen zurück bei unserer Road to a Song of Ice and Fire. Wie die politischen Verhältnisse in Westeros, so verändert sich auch unsere Road to Welt. Das heißt, dass unsere illustre Runde aus A Song of Ice and Fire Spielern von unserem Wildlingsspieler Levin verlassen wurde. Aber dafür gibt es zwei neue in unserer Runde. Für die Wildlinge springt jetzt nun Stefan ein, den ihr schon aus anderen Dice-Videos kennt. Ebenfalls kennt ihr schon Felix, der seine Pferde gesattelt hat, um sich über das weite Meer mitten in den Kampf um Westeros zu schmeißen. Er spielt nämlich die Targaryen und hat heute auch gleich seine Feuertaufe. Und was würde passender zum Namen des Spiels passen, wenn er nicht gegen die Nachtwache von Marvin antritt? Das ist mal ein Lied aus Eis und Feuer. Gespielt wird ein 40-Punkte-Spiel nach den 2021er-Regeln. Marvins Armee aus Verbrechern, verstoßenen Adligen und Bastarden wird angeführt von Alyssa Thorne. Dieser ist einer Einheit Veteran der Wache angeschlossen. Marvin schickt aber noch eine zweite Veteraneinheit ins Feld, welche von Jon Snow himself angeführt wird. Dementsprechend ist auch sein Wolf namens Ghost mit am Start. Eine Einheit Conscripts mit Watch Recruiter wird genauso aufgestellt wie eine berittene Einheit Ranger Tracker. Als Politikeinheit stellt die Nachtwache Maester Aemon und Donal Noy auf. Dies ist Felix' erstes Spiel A Song of Ice and Fire, da er basiert seine Armee der Targaryen auch auf der Starterbox, die dank der 2021er-Regeländerung einiges mehr auf den Kasten hat. Dementsprechend ist seine Armee auch stark Dothraki und somit reiterlastig. Der Anführer ist natürlich Khal Drogo, der seinen Raubzug in einer Einheit Veteranen anführt. Eine Einheit Screamer laufen neben ihm her und haben einen Co. in ihren Reihen. Die letzte reguläre Einheit sind die Outriders mit ihren Bögen. Da Daenerys Targaryen als Politikeinheit ihren Khal begleitet, ist es irgendwie auch klar, dass Jorah Mormont mitkommt. Dieser läuft als einzelne Einheit über das Feld. Und wo wir gerade bei Intrigen und Begierde sind, ist die zweite Politikeinheit verkörpert von Illyrio Mopatis. Die erste ist, wie erwähnt, Khaleesi Daenerys. Das sind aber noch keine 40 Punkte, daher hat Felix gleich noch ein kleines Highlight eingebaut. Was wäre ein Tanz mit dem Drachen ohne... ja, Drachen? Dany bringt nämlich ihren Drachen Viserion mit. Und gespielt wird auch passend dazu die Mission A Dance with Dragons. Es gibt drei Missionsziele auf dem Spielfeld mit je einem Sondereffekt, der zum Einsatz kommt, wenn eine Einheit dieses Missionsziel einnimmt. Beim Einnehmen des Obersten kann der Besitzer eine feindliche Einheit dazu zwingen, eine Panikprobe abzulegen. Das mittlere Missionsziel negiert die Fähigkeiten einer gewählten Einheitenverstärkung des Feindes und das unterste negiert die Fähigkeiten einer feindlichen Politikeinheit. Ab dem Ende der zweiten Runde gibt es für jedes Missionsziel, das gehalten wird, einen Siegpunkt. Hält ein General ein Missionsziel, gibt es zwei Siegpunkte pro Runde. Die Missionsziele können von den Einheiten mitgenommen werden, doch wird dabei ihre Geschwindigkeit auf 2 Zoll reduziert. Jede vernichtete Einheit bringt zusätzlich noch einen Siegpunkt. Gespielt wird 6 Runden oder bis einer der beiden Spieler 10 Siegpunkte erreicht hat. Felix hatte die Initiative und startete seine erste Mission mit seinen Screamern. Diese machten ein Manöver Richtung mittleres Missionsziel. Ich möchte meinen neutralen Donal Noy. Boah, ey, der macht hier schon wieder Cheaterei. Auf die Briefstelle. Dadurch darf ich 2 Taktikkarten ziehen und die einen Zustandsmangel geben. Und ich finde, Khal Drogo ist heute sehr geschwächt. Sehr geschwächt. Ich zieh 2 extra Karten. Der ist heute ohne Frühstück los. Felix setzte Daenerys auf das Taktikfeld des Reiters. Damit ließ sie Khal Drogos Einheit ein Manöver durchführen und neutralisierte gleich den geschwächt Zustandsmarker.
Marvin hingegen ließ seine Rekruten nach vorn marschieren. Jorah Mormont ritt von der Mitte weiter an den oberen Rand, um sich zwischen den beiden Mauerstücken zu platzieren. Die berittenen Ranger der Nachtwache fühlten sich dadurch offenbar provoziert und ritten Mormont entgegen. Die Outriders mit ihren Bögen wurden von Felix ganz nach oben geschoben, um sich an der Flanke der Ranger auszurichten und um nah am oberen Missionsziel zu sein. Marvin setzte Meister Aemon auf die Schwerter und aktivierte seine Ranger. Diese nutzten ihren Befehl, um Jorah Mormont verwundbar zu machen und feuerten auf ihn. Ich habe 7 Würfe, die auf 3 treffen. Und habe 6 Treffer. Ich möchte, dass du bitte 6 Schutzwürfe machst. Dann ist er ja gleich schon weg. Hoffentlich. Naja, ich nehme an, er ist gleich weg. Das reicht schon. Ja. Ich muss nach Hause. Damit gab es den ersten Siegpunkt für die Nachtwache. Der Drache der Targaryen flog Richtung Spielfeldmitte und platzierte sich hinter den Screamern. Die oberen Veteranen der Nachtwache marschierten vorwärts. Khal Drogo ritt mit seinen Veteranen in den Wald. Diese nutzten ihren Befehl, um nach ihrer freien Bewegung eine Fernkampfaktion auszuführen. Als Ziel wählten sie die Conscripts. Gut, dann schießen wir auch mit 7 Würfeln auf die 4+. Allerdings. Feuer! Das sind 4. Ich habe nur einen 5er Schutzwurf. Cool. Cool. Okay, das war nur einer. Aber die Veteranen hatten ja noch eine komplette Aktivierung über. Dementsprechend stürmten sie in die Conscripts rein. In diesem Moment las Felix noch einmal die Regeln seiner Einheitenerweiterung, die ja Khal Drogo ist, und ihm fiel dann die Regel Expert Duelist auf. Ich kann den Attachment einfach umbringen. Ich würfel jetzt einen Würfel und auf einer 3+ sagt Khal Drogo, geil, ich hau dir deinen Kopf weg. Hat er geschafft. Und dann rückt der mal in die erste Reihe. So, dann hau ich ja noch zu. Ja, jetzt hau ich zu. Das ist doch noch nicht das Ende vom Übel. Das sind 7 Würfel auf die 3+ und Rerollen. Yes. Das aber die ja treffen alle. Schade, sonst hätte ich jetzt gerollt. Also ich mach mal 7 auf die 4+. Stimmt, ja, weil ich durch den Wald gerannt bin. Hab ich nochmal Glück gehabt. Es sind erstmal nur 2. Allerdings spiele ich eine Taktikkarte. Das ist illegal. Und zwar das Schild, das das Reich der Menschen beschützt. Ich bin auch Mensch. Das ist richtig, aber ich beschütze auch mein Reich gerade. Und ich darf jetzt alle erfolgreichen Verteidigungswürfe wiederholen. Alle erfolgreich? Nee, ich darf irgendwelche Verteidigungswürfe wiederholen. Ich würde die beiden wiederholen. Nee, ich möchte gerne die anderen 5 hier wiederholen. Da ist noch mal einer mehr. Okay. Was habe ich noch? Ah, okay. Nachdem diese Attacke durchgeführt wird, bleibt die Karte da liegen und ich blocke jedes Mal einen extra Hit. Frech. Aber es sterben 4 Leute. Voll weggemetzelt. Gott. Das ist nicht cool. Und jetzt muss ich einen Moraltest machen. Yes. Auch der ist nicht cool. Denn die haben echt scheiß Moral. Gucken wir mal. Ist aber eine 7. Die halte ich damit. Ja. Aber die haben noch das andere, das Disorganized. Ah, ich suffer immer eine Wut extra, wenn ich einen Moralwert-Test vergeigen würde. Aber das habe ich zum Glück gehalten. Okay. Die unteren Veteranen mit Jon Snow marschierten nach vorn und bereiteten die Einkesselung der Dothraki-Veteranen und Khal Drogo vor. Passend dazu spielte Marvin noch den Kriegsschrei, wodurch Drogos Einheit panisch und verwundbar wurde. Der Wolf hingegen wanderte ganz nach oben. Durch den ausgeschalteten Jorah Mormont hatte die Nachtwache nun einen Siegpunkt, Targaryen 0. Ab Ende dieser Runde punkten die Missionsziele. Marvin begann, indem er seine Veteranen mit Jon Snow aktivierte. Diese stürmten in die Flanke der Dothraki-Veteranen und griffen mit 7 Würfeln an, die auf die 3 oder höher treffen. Und darf die 2 wiederholen. Und biete dir 7 Wunden. 7 Dinge. So, dann habe ich Verteidigung 5+. Nicht so gut. Und ich bin in der Flanke, -1. Eher Verteidigung 6. Eher die Angreifer. Das heißt, alle 6, die ich würfel, muss ich eh nochmal würfeln. So, mal gucken. Also würfel ich erstmal nur 6. 6. Oder lässt du mir den? Nee, wiederhol den ruhig mal. Okay. Okay. Dann genau, kannst du den Token entfernen.
Cool, das sind 7 Wunden. Dann sind 2 weg und eine Wunde. Genau, und dann kommt noch ein schöner Moralwerttest dazu. Flop. Flop. Oh. Wunde. Den Moralwurf hatten die Dothraki bestanden, aber ihre aktuelle Situation ist mehr als positiv zu sehen. Aber Felix nutzte gleich die Kombination aus den Veteranenbefehlen aus. Dadurch durfte er sich, nachdem sie angegriffen wurden, zurückziehen und auch nochmal feuern. Sie schossen also auf Jon Snows Veteranen und 3 der Schwarzgekleideten fielen. Zu mehr hat es nicht geholfen. Da aber die Einheit mit Jon Snow aktiviert wurde, darf direkt danach sein Wolf Ghost loslegen. Dieser griff die Outrider in die Flanke an und wurde verstärkt durch die Taktikkarte Das Schwert in der Dunkelheit. Dadurch wurden die Outrider panisch und verwundbar. Da Ghost die Rüstung seiner Opfer um einen verschlechtert und die Flankenangriffe dies ebenfalls tun, hatten die Outrider nur noch einen Rüstungswurf von 6. 4 Schadenspunkte verursachte er dadurch und Felix verhaute auch noch den Moraltest, wodurch nochmal 2 Leben der Einheit abgezogen wurden, was effektiv hieß, 2 der 4 Reiter tot. Nun war Felix erste reguläre Aktivierung. Mit dieser aktivierte er die Einheit von Khal Drogo. Ihr freies Manöver brachte sie nach unten, leider nicht in die Flanke der Veteranen von Snow, aber immerhin etwas weniger exponiert. Er griff an und stellte sich mit 50% der feindlichen Base in Kontakt, damit er mehr Reichweite zu möglichen Gegenangriffen der Prospects und anderen Veteranen hatte. Khal Drogo holt mit seinem mächtigen Kopfabschneider aus. Und tötet Jon Schnee. Du kannst auch sagen, er ist nur so stark verwundet, dass er nach hinten geht. Nee, er geht nach Hause, er hat einfach keine Lust mehr. Schon 2 Attachments verloren durch den Kack. Alles klar, dann machen wir reguläre 4 Würfel auf 3 plus. Jetzt bin ich ganz gemein zu dir und sage, meine Nachtwache ist disruptiv. Du kriegst -1 auf Trefferwürfe im Nahkampf bei Veteranen. Das sagt er jetzt. Einfach so. Dann habe ich keinen Treffer. Du darfst wiederholen, weil du gecharged hast. Oh, richtig. Aber jeden, den du nicht triffst, kriegst du als Treffer zurück. Das sind 2. Ja, dann teilen wir uns. Ich mach 2 und du machst 2. Also, gehalten. Ja. Toll. Meine Rüstung ist 3 plus. Mal gucken. Toll. Beim Paniktest ist allerdings nichts passiert. Die Veteranen hielten Stand. Marvin spielte Aemon und setzte ihn auf die Schwerter. Aufgrund von Aemons Sonderfähigkeit kann eine Einheit einen Lebenspunkt plus einen weiteren für jeden verlorenen Rang wiederbekommen. Somit bekam Jon Snows Veteranen 2 Soldaten zurück. Demnach schlugen auch die Nachtwachen-Veteranen auf die Dothraki-Veteranen. Dank einer Taktikkarte, die Marvin spielte, durften seine Jungs auch alle misslungenen Angriffswürfel wiederholen. Dann darf ich die 1 wiederholen. Gut, das kann ich für die Würfel. Ja, 7 Stück bitte. Komm schon. 1, 2, 3, 4 sind 3 Wunden. Ja, dann ist Ivan tot. Ivan! Ja, das ist gut. Somit stand nur noch Khal Drogo als letzter in der Einheit. Felix aktivierte Illyrio Mopatis und setzte ihn auf das Brieffeld im Taktikboard. Er nutzte aber nicht die Briefeigenschaft, sondern ersetzte den Text durch seine Sonderfähigkeit. Somit durfte er von einer befreundeten Einheit 3 Lebenspunkte wieder hochheilen und die gegnerische Einheit, die mit ihrem Nahkampf ist, wurde geschwächt. Dies nutzte er natürlich für die Veteranen und Khal Drogos Bruder Ivan Drago Edrogo kam zurück. Die oberen Veteranen der Nachtwache mit Alyssa Thorne aktivierten und stürmten auf die Schreier zu. Der Angriff war erfolgreich und damit waren sie auch auf dem mittleren Missionsziel. Mit diesem konnte Marvin einer Politikeinheit die Fähigkeiten sperren. Er wählte Daenerys. In diesem Moment fiel Felix auf, dass seine Veteranen ja auch das untere Ziel besetzten, welches dem Besitzer erlaubt, einer gegnerischen Einheitenverstärkung alle Fähigkeiten zu negieren. Das nutzt er natürlich sofort aus und spielt es auf Alyssa Thorne, wodurch sein Malus auf den Moraltest des Gegners wegfiel. Dennoch verursachten Thorns Veteranen 4 Lebenspunkteverluste bei den Screamern, wodurch ein Ritter zum großen Hengst ging. Den Paniktest bestanden sie aber. Felix entschied sich dafür, eine Taktikkarte zu spielen, die sogenannte Ride-By-Karte. Dadurch durften sich die Outrider durch eine feindliche Einheit durchbewegen und dabei Schaden verursachen. Dies nutzten die Outrider mehr als Befreiungsschlag, anstatt Schaden auszuüben, denn so waren sie hinter der Linie aus Wolf und Ranger, naja, und machten beim Wolf eine Wunde. Marvin aktivierte seine Politikeinheit Donald Noyle und setzte ihn auf das Feld mit dem Sack, wodurch die untere Veteraneinheit von Jon Snow 3 Lebenspunkte zurückbekam und somit wieder voll
aufgefrischt war. Die Schreier oder Screamer von Felix aktivierten und schlugen auf die Veteranen vor ihnen ein. Dank ihres Kurs wurden die Veteranen verwundbar und die Screamer durften alle misslungenen Attacken wiederholen. Dadurch trafen alle 7 Attacken. Das wird spannend. Ich gebe, also er hat 2 Befehlstoken und von denen gebe ich jetzt 1 aus. Ja. Damit kriege ich +1 auf meine Verteidigungswürfel und du darfst meinen Vulnerable-Token nicht ausgeben. Fies. Sterben 2. Hm. Mit Eugen hat gar nichts gebracht. Wobei ich hätte die wiederholen müssen und das hätte mir. Das hätte wehgetan. Den Rest noch kosten können. Der Moralwurf wurde übrigens geschafft, also keine große Auswirkung. Die Ranger der Nachtwache aktivierten, bewegten sich zurück nach oben und schossen den Outridern in die Seite. Einer der Dothraki fiel vom Pferd, aber der Moraltest wurde gehalten. Daenerys aktivierte und besetzte das Reiterfeld auf dem Politikboard. Dadurch bewegte sich der Drache Viserion hinter die Screamer. Die Conscripts der Nachtwache stürmten in die Flanke von Khal Drogos Veteran und töteten den gerade erst zurückgekommenen Reiter, sodass Drogo wieder mal alleine die Veteranen repräsentieren musste. Der Drache Viserion aktivierte und mogelte sich nach oben in die Flanke der Veteranen. Wir hatten eine kleine Diskussionsrunde darüber, ob er das nun durfte, aufgrund der großen Bases, des engen Platzes und der Überlappung der Bases. Wir entschieden uns aber zugunsten des Spiels, da es sich bei der Diskussion wirklich nur um Millimeter handelte, dass er es konnte, weshalb er nun in der Flanke der Veteranen stand. Komm schon! Okay, wie viele Sterne? W3+3? Genau, wenn ich irgendeinen Treffer lande, gibt es keine Defense Dice und es gibt einfach D3+3 Wunden und ein Enemy in Short Range of the Defender becomes vulnerable. Weil ich brenne? Ja, weil die sehen, wie krass deine Leute abfackeln. Das wären die oder die. Also soll ich die Wunden würfeln oder machst du das? Das ist dein Schaden, den darfst du dir verdienen. Geil. Dann eine 3. Ah. 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 Total Spaß. Und dann muss ich einen Moraltest machen mit -4. Ja. Ist das, was Vicious ist? -3? Ja, Vicious macht -2 und Flanke macht noch mal mehr. Ah, okay. Okay. Vicious hat dir nichts genützt. Ja. Das hat mir in der Tat nichts genützt. Cool. Jetzt krieg ich deinen Token, oder? Ja. Somit übernahmen die Screamer das nun fallengelassene Missionsziel der Veteranen. Am Ende der Runde gibt es für jeden der beiden Spieler einen Siegpunkt, da eben das mittlere Missionsziel Felix übernahm und die Einheit von Khal Drogo im Nahkampf ihr gehaltenes Missionsziel an die Veteranen von Jon Snow verloren. Aktueller Stand 2:2. Felix startete die dritte Runde mit Daenerys. Er setzte sie auf das Säckchenfeld und heilte den Dothraki-Veteran 3 Lebenspunkte, wodurch Khal Drogo wieder in Begleitung von Ivan Drogo war. Ja, ich weiß, aber irgendwie wird der Witz nicht schlecht. Maester Aemon besetzte das Brieffeld, wodurch Marvin 2 weitere Taktikkarten ziehen und den Drachen einen Geschwächtmarker geben konnte. Aufgrund des Missionszieles, welches Felix hielt, hatte Aemon keine weiteren Fähigkeiten. Felix spielte die Taktikkarte Blood of the Dragon. Aber was genau die kann, das erklärt Felix mal selbst. Also meine Schreier sind jetzt die kriegen jetzt diese Karte bis zum Ende des Spiels. Und wenn eine freundliche Einheit zerstört wird, dann kommt ein Order-Token hier drauf. Und dann kriegen sie +1 Angriffswürfel, -1 Wunde von Paniktests. Okay. Also wird erst ausgelöst, wenn du eine meiner Einheiten zerstörst. Dann aktivierte Felix Illyrio Mopatis. Und zwar. Ich nehme dir das Feld weg, das du so magst. Ja. Und ersetze es aber durch seine Fähigkeit. Dass er nämlich 3 Wunden heilt und noch irgendwas anderes macht. Ich habe so viele Probleme auf einmal, ich weiß gar nicht, worum ich mich kümmern soll. Ich möchte at the start of a friendly turn. Ja. Möchte ich hier 3 Leute zu Veteranen befördern. Hm. Das heißt, ich entferne bis zu 3 Modelle. Und dann gibt es ein paar. Und dann, dann wandern hier aber 4 Lebenspunkte rein. Wie soll das gehen? Einer plus 3, die ich, bis zu 3, die ich opfer. Und den haben sie unterwegs einfach gesagt, hier. Der hat sich im Baum versteckt. Er hat jetzt den Mut gefunden, doch zu kämpfen. So. Das ist Punkt 1. Punkt 1.
Marvin aktivierte seine berittenen Ranger-Tracker. Diese bewegten sich auf den Drachen zu und schossen ihm in den Rücken. Dadurch verlor er 4 Lebenspunkte. 4 hatte er also noch. Der Moralwerttest, den die Veteranen machen mussten wegen Beschuss im Nahkampf, den schafften sie. Felix spielte eine Taktikkarte. Haha! Adrivat! Aber Adrivat ist extrem gefährlich. Na, es geht. Adrivat! Khal Drogo. Wenn seine Einheit aktiviert wird, was ich dann mache, dann targete ich eine Enemy in Long Range. Das sind deine ja. Hoffentlich, wenn das geht. Ja, wenn es in Long Range ist und du siehst, brauchst du Sichtlinie oder muss ich nur um dich herum sein? Hier steht Target one enemy in Long Range. Ja, dann bin ich in Long Range. Okay. Until the end of the round, das was ich vorhin überlesen habe. So, dann kommt diese Karte dahin. Was passiert denn bis zum Ende der Runde? Das sind die Zuschauer und ich ganz gespannt. Da sind sie ganz gespannt. Solange diese Karte da liegt, klar. Nachbitte. Solange diese Karte da liegt, bekommen alle Angriffe Melee gegen die Critical Blow. Och, scheiße, ja. Wenn die Unit zerstört wird, kriege ich einen Victory-Punkt. Wenn diese Karte wegkommt und die Unit ist nicht zerstört, kriegst du einen Victory-Punkt. Ah, okay. Adrivat! Gut, sagt er. Und dann muss ich ihn aktivieren. Khal Drogo und die Veteranen schlugen auf die Conscripts ein und löschten die Einheit aus. Dafür bekam Felix einen weiteren Siegespunkt. Marvin spielte eine Taktikkarte auf seine unteren Veteranen. Sollte eine andere freundliche Einheit vernichtet werden, dann bekommen die Veteranen den an die vernichtete Einheit angelegten Eid zusätzlich zu ihren eigenen Eiden angelegt und profitieren von den Boni. Außerdem dürften die Veteranen dann zusätzlich noch einmal attackieren oder marschieren. Jetzt sollte Felix nur keine weitere Einheit von Marvin vernichten oder so ähnlich. Ghost aktivierte und nahm das obere Missionsziel ein. Der dadurch ausgelöste Panikwurf hatte keinen Effekt. Dafür griff er den letzten Outrider in den Rücken an und fraß ihn samt und sonders auf. Dadurch bekommt Marvin einen Siegpunkt und die Screamer eine Attacke zu ihrem Profilwert dazu. Und dies nutzen sie auch, um die Veteranen vor sich mit nun 8 Angriffen zu attackieren. Dank der Fähigkeiten von Donald Neu und der Veteran pushte Marvin die Rüstung seiner Einheit so ordentlich und Felix verlor auch noch 2 Lebenspunkte dadurch, dass sie mit mehreren Attacken nicht getroffen und ihren Rüstungswurf dazu verpatzt hatten. Also sie haben attackiert und haben selbst Lebenspunkte verloren. Ja, bei den Veteranen hingegen ging nur einer nach Hause. Einer? Da muss der Drache gleich richtig gut würfeln. Ah! Das sind 3! Ich hasse mein Leben. Marvin war am Zug. Ich möchte nochmal den, und nun ist seine Wacht zu Ende, an diese Reiterei legen. Und dann, oh da, das wird gut. Und dann aktiviere ich die, um da zuzuhauen, und spiele die Karte von Elisar, nämlich Price of Failure. Das bedeutet, alle meine Attackwürfel auf deinen Drachen treffen automatisch. Ich würfel aber und jeder Miss tötet bei mir einen Typen. Mal gucken, ob das klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich habe nur 5 Angriffe. Also du kriegst 5 Treffer, so oder so. Jetzt guck ich mal, wie viele Leute bei mir sterben. Nur einer, verdammt. Ich wollte mich töten, weil dann dürfte ich die anderen nochmal aktivieren zum Schießen. Und dann wäre der Drache tot. Das war der Plan. Aber 5 Schutzwürfel für deinen Drachenblick. Jetzt muss ich gut würfeln. 3. Eine Wunde. Hat auch noch 3. Ah. Okay, und meine Karte ist weg. Meine Karte ist weg, deine Einheit ist aktiviert. Ich habe nur noch den Drachen. Der Drache aktivierte. Und ich muss jeden Hit muss ich eh neu würfeln. Die 5 bitte wiederholen. Durch meinen Geschlechtsmarker. Nein! Ja, das war das Spiel. Donald Neu besetzte die Krone, weshalb die Screamer einen Moraltest mit -3 ablegen mussten. Diesen vermasselten sie und verloren 2 Lebenspunkte. Damit aber nicht genug. Alyssa Thorns Sonderregel namens Prey on Fear besagt, dass jedes Mal, wenn eine Einheit im Nahkampf mit der seinen einen Paniktest verhaut, seine Einheit 2 Lebenspunkte zurückbekommt. Dadurch kamen also 2 Veteranen in die Einheit wieder.
Zusätzlich nahmen die Veteranen jetzt auch noch das Missionsziel den Screamern ab, da die ja einen Paniktest vermasselt hatten. Als letzte Aktion schlugen die unteren Veteranen der Nachtwache auf Khal Drogo und seine Einheit. Dies verwürfelten sie allerdings und konnten nur eine Wunde zufügen. Durch den Angriff von Marvin triggerte Felix den Befehl seiner Dothraki-Veteranen, wodurch diese jetzt eine Rückzugsbewegung aus dem Nahkampf machen konnten. Er würfelte eine 6, wodurch er sich ganze 12 Zoll bewegen konnte. Dies machte er nach oben auf die mittleren Veteranen zu. Er nutzte dann auch gleich ihren zweiten Befehl, sodass er nach einem Manöver oder einer Rückzugsaktion eine Fernkampfaktion ausführen darf. Also legte er auf die drei Veteranen oben im Nahkampf an. Mit 7 Würfelchen. Naja, aber halt auf die 4. Und dann spielst du wieder eine Karte und sagst, ja, du hast aber nur kaputte Pfeile. Nee, so eine Art. Der hat schon die Karte hier. Der cheatet. Nachtwache halt. 3. Okay, ich möchte die Karte spielen, das Schild des Reich der Menschen schützt. Und ich darf deswegen alle meine Schutzwürfe wiederholen, wenn ich möchte. Und ich darf den Token wieder nicht ausgeben? Doch, den darfst du ausgeben, tatsächlich. Okay, das ist okay. Das Problem. Ich wiederhole erst und dann sagst du, gib aus. Das ist das Schlimme dran. Also ich wiederhole alle 3. Ich halte keinen. Ja, du hältst, nein, die haben 5er Rüstung? Ich meine, jetzt der Gegenschlag wird mich richtig hart wegnatzen. Ich werde jetzt diese Karte auch noch an die anlegen. Weil ich mach, also ich aktiviere jetzt, und nun ist seine Wacht zu Ende, weil diese Einheit vernichtet wurde. Der darf diese Einheit jetzt eine Karte an sich nehmen, die vorher an dieser Einheit war. Und ich darf eine Attack, Manöver oder March machen. Da ich weder Manöver noch March möchte, möchte ich schießen auf deinen Drachen. Ja! Gut, dann endet seine Wacht. Er endet seine Wacht. Und ich schieße auf dich. Dann können die nach Hause gehen. Ja, dann ist heute Schichtende. 6. 6. Auf den Drachen nehmen. Ja, minus 2. Minus 2. Das heißt, er hält wieder nur auf 6. Damit dürfte er auch nach Hause gehen. Außer ich würfel jetzt fantastomatisch gut. Nee. Okay, da ist jetzt gerade wirklich viel passiert, was sich gegenseitig getriggert hat. Wow. Felix bekam also 2 weitere Siegpunkte für die vernichtete Einheit und das Adrivat. Marvin hingegen bekam 1 Siegpunkt für den zerstörten Drachen. Und ja, eigentlich hätten die Targaryen-Einheiten einen Paniktest ablegen müssen, weil Felix in den Nahkampf gefeuert hatte. Aber das wurde von beiden Spielern vergessen. Am Ende der Runde wurden die Punkte der Missionsziele gezählt. Die Nachtwache hielt 2 Missionsziele und die Targaryen 1. Dadurch ergab sich ein Stand von 6-6. Das ist jetzt meine 4. Runde. Deswegen, du hast mir in der letzten Runde ja nochmal, du hast das Missionsziel übernommen und durftest ein NCU von mir stilllegen. Damit hast du wieder meinen Heiler genommen, Aemon. Wieder den alten Mann beschwächt. Und dann nehme ich meinen Schmied als NCU, Don't Know, und gehe auf die Schwerter. Die Schwerter. Und möchte mit meinen Ranger-Trackern einen Angriff machen. Hm. Das erste, was ich mache, ist, ich shifte. Mhm. Und dann schieße ich auf dich. Hm. Die Seide. Das sind 5. Hm. Mm. Minus 1 auf deine Rüstung ist eine 6er Hose. Ja. Und ich habe nur noch 4 Lebenspunkte. Ja. Kommt, Jungs, würfelt einmal gut. Nee. 4, reicht zum Glück genau. Reicht genau. Ha! Dadurch erhielt Marvin einen weiteren Siegpunkt und es steht jetzt 7-6 für die Nachtwache. Und, oh, Felix hatte ja nur noch eine Einheit auf dem Feld, und zwar die Veteranen von Khal Drogo. Gut, diese aktivierte er jetzt auch. Er nutzte sein kostenfreies Manöver, um sich in die Flanke der oberen Ranger zu bringen. Die Veteranen tröteten in die Hörner und nutzten ihren Befehl, dass sie nach dem Manöver eine kostenfreie Schussattacke machen konnten. Sie feuerten also zuerst auf die Ranger, zogen ihnen 2 Lebenspunkte ab und stürmten danach in deren Flanke. Bevor er aber Würfel würfeln konnte, spielte Marvin auf seine Veteranen, die das untere Missionsziel trugen, einen Eid, sodass sie sich einmal kostenfrei bewegen und Ansturmwürfe wiederholen dürfen und ihre Geschwindigkeit erhöhen. Letzteres war aber eh irrelevant, da eine Einheit mit einem Missionsziel immer nur 2 Zoll laufen kann. Dann mache ich einen Charge. Ja, bitte. Charge! Dann spiele ich Fire and Blood. Ach du Schande. Meine Friendly Unit macht eine Charge Action und bevor ich die Charge Distance Dice role, kann ich mir 1 aussuchen oder 2 aussuchen, wenn ich Kavallerie bin.
Entweder darf ich den Charge Distance Dice rerollen. Das ist der Trend von neuen Magic-Karten. Die Texte werden länger als alles andere. Ja, ich kann Thundering bekommen für meinen Melee-Attack. Das solltest du nicht machen. Und wenn ich successfully charge, kann ich auch Vicious bekommen. Das solltest du machen. So, Vicious und dann kann ich halt den Würfel rerollen. Gut. Also keine Eins. Das ist nicht mein Batman-Glas. Das ist einfach das, was ich mache und dann greife ich ganz normal an. 7 Würfel auf die 3. Karl Drogo kann ja nichts, weil er die ganze Zeit sagt, ich bin so schwach. 3. Du fingerst schon wieder an deinen Karten darum. Nachtwachen Dinge. Alle. So, ja, wenn ihr das haltet, seid ihr Helden. Ah, nee, einer ist weg. Einer ist weg, weil ich habe ein Schild, der die Reiche der Menschen schützt. Wie lange bleibt diese Scheißkarte da? Bis zum Ende des Spiels. Bis zum Ende des Spiels ist zu viel. 2 Sechsen halte ich. 4 Leben. Das heißt, ein Pferd und ein Ganzes. Es ist ein Lebenspunkt und ein ganzer Lebenspunkt. Yeah, ich habe ihm einen Rang weggenommen. Nachdem du eine Combat-Action gemacht hast, ja, spiele ich Seeing Their Flaws. Ich sehe deine Schwächen. Du wirst vulnerable und panisch. Ich habe Moralwert 5 in der Seite, bedeutet auf die 6. Den halte ich. Schau. Wenn ich einen Moralwert-Test halte, darf ich den sogenannten Pathetic Attempt, ein lächerlicher Versuch von dir, spielen. Für jeden Rang, den ich noch habe, kriegst du 2 Treffer. Du machst bitte 2 Schutzwürfe. Okay. Wenn das Pferd stirbt, bin ich glücklich. Oh, nee. Okay, alles klar, das hast du gehalten. Marvin aktivierte Meister Aemon, dadurch führten die Veteranen ein Manöver durch und die Ranger bekamen einen Lebenspunkt durch seine Fertigkeit zurück. Daenerys besetzte das Sackfeld und gab dem Veteran 3 Lebenspunkte zurück, wodurch wieder 4 Reiter auf der Base standen. Außerdem neutralisierte sie die beiden Zustandsmarker auf den Veteranen. Ja, viel passierte in dieser Runde nicht mehr. Die Veteranen marschierten langsam näher, Felix zog weitere Taktikkarten und die berittenen Bogenschützen von Marvin zogen sich 11 Zoll zurück. Marvin hielt am Ende der Runde 2 Missionsziele und Felix keines. Dadurch bekam Marvin 2 Siegpunkte und es stand 9-6 für die Nachtwache. So oder so wird die nächste Runde die Entscheidung bringen, oder? Felix hatte die Initiative und startete mit seiner verbliebenen Kampfeinheit. Die Veteranen manövrierten sich direkt vor den Wolf und standen somit auf dem Missionsziel, was sie jetzt besitzen. Mit ihrem Befehl feuerten sie auf die Ranger und erschossen einen von ihnen. Als reguläre Aktion griffen sie den Wolf an und ritten ihn einfach nieder. Dafür bekam Felix einen Siegpunkt. Wir könnten jetzt erzählen, dass der Tod des Wolfes, seine Wacht ist zu Ende, der Veteran triggerte, sie dadurch einen Marsch ausführen konnten und den Eid des Wolfes bekamen. Da die Einheit aber eh nicht mehr wirklich am Spiel teilnahm, reden wir nicht weiter über diese aufgepumpten Dudes. Felix aktivierte Daenerys. Geh auf die verdammten Schwerter. Ich werde meine Leute heilen. Ich werde nicht heilen, das Feld bleibt frei, da kannst du auch nächste Runde machen. Ja, aber... Also nein, werde ich nicht. Ha! Ich tausche das aus. Genau, ich tausche das aus durch Assault Orders. Ei. Ich werde den Effekt austauschen. Ja. Ich werde deine Jungs da chargen. Ja, bitte. Und ich werde jetzt eine 6 würfeln. Ah, 5. Das wird wohl reichen, ne? Das sind alleine 5 Zoll so. Komm bitte an mich. In deine Front, ne? Ja. Zack. Da, da, da. So, maximal weit von deinen Jungs da weg. Cool. Ja. Warte! Ja, ich hab hier noch, zack, 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 ich hab hier noch Ultraschild. Einfach. Ich bin das Schild, das ist reich der Menschen. Der Angriff ist Teil der Charge-Action, ne? Ja, bitte. Haut so. Ja. Ich glaube, die treffen auf 3, wenn du jetzt nicht sagst, Doch. Doch. Das wiederholen. Das ja, ist nur 5. Habe ich einen hier negiert? Ja, einer ist durch ein Schild weg. Ich habe recht. Ja. Okay, dann mache ich 5 Schutzwürfe auf die 5. Ja. Da halte ich 4 nicht. Die Einheit lebt noch mit einem Punkt. Dann habe ich hier noch, ich kann eine Turbowunde machen. Ja, schade, ey, die hätte ich gerne noch vernichtet. Panik! Panik. Keine Panik. Panik! Panik! Habe ich. Ah.
Nachtwache, Dice-Würfel. Wow, das wär's noch gewesen. Somit hat es Felix leider nicht geschafft, ein Unentschieden noch rauszuholen. Am Ende der Runde bekam er 2 Siegpunkte, da Khal Drogo der General ist und dieser natürlich dann doppelt punktet, wenn er ein Missionsziel hält. Aber die Panzerveteranen hielten noch immer das untere Missionsziel fest in ihren aufgepumpten Anabolika-Händen und verschafften Marvin den letzten Siegespunkt, den er zum 10. brauchte. Somit stand es 10-9, verdient für die Nachtwache. Alter, während wir ehrlich gesagt nach der 3. Runde dachten, dass das Spiel eigentlich für Felix gelaufen ist, kam er sowas von nochmal zurück. Am Ende hat er zwar doch verloren, aber wirklich, wirklich knapp. Das war beim Dreh des Spiels richtig spannend und das hätten wir wirklich nicht gedacht. Unser Fazit ist aber, Nachtwache ist sowas von stark. So, und meine Wenigkeit muss mal wieder anfangen zu spielen. Ich habe seit sehr langer Zeit keine neue Einheit mehr angemalt oder aufs Feld gebracht. Wird eigentlich Zeit. Unsere Road to a Song of Ice and Fire wird weitergehen. Ihr werdet also wieder von uns hören. Wahrscheinlich mit Wildling-Beteiligung. Was meint ihr, gegen wen sollen die denn mal spielen? Die Wildlinge. Ha. Wenn euch dieser Spielbericht gefallen hat, wisst ihr ja, liken, abonnieren, weiterempfehlen, kommentieren oder supporten. Habt Dank und Valar Morghulis. Das war's mit dieser Folge. Vielen lieben Dank, dass ihr so lange zugeschaut habt. Es würde mich freuen, wenn ihr vielleicht einen Kommentar hinterlasst. Aber was nett ist, könnt ihr mal sagen, Dennis, hey, toll gemacht, Daumen hoch. Oder Dennis, du kannst ums Verrecken nicht moderieren. Oder Dennis, du arroganter, größenwahnsinniger Fatzke. Das macht man lieber nicht. Seid nett zueinander und seid auch nett zu mir. Sonst gibt's Krav Maga für alle. Und das kann keiner wollen. Und wenn ihr wirklich nett sein wollt, dann könnt ihr meine Social Media Kanälen folgen. Oder guckt mal auf meinen Kofa-Account. Und empfiehlt Dice auf jeden Fall weiter. Jedem Dice empfiehlt. Eurem Krav Maga Lehrer, eurem Nachbarn, dem in der Bahn. Ich muss in die Sonne. Macht's gut. Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an.